Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoka aus Brot und wir haben einen kleinen Gastplayer hier, und zwar den Kinsi. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, aber nicht auf mich zielen. Ach, Entschuldigung, warte, ich nehme einen Apfelsaft oder so. Ein Bärchen in die Hand. Ja, ist klar. Ja, wir PvP-Server hier, ne? Oh ja, stimmt, das haben wir nicht ausgestellt. Kann ich dich mit Bären hauen? Oh, ich habe Bären gegessen. Oh. Bei Nacht sieht das noch viel geiler aus. Hui. Oh nein. Der Kinsi ist schon wieder betrunken. Was machst du denn da? Oh. Das sind doch unsere Freunde. Niemals. Die wollen doch nur mit uns kuscheln. Der hat meine Mutter beleidigt. Ich glaube, ich dehydriere durch die Bären. Wäre möglich, ja. Ich habe auch leider, Moment, nein, ich habe gar nichts mehr zu trinken oder zu essen. Ich habe noch Benzin. Ey, nee, wir sollten in die Apotheke, da ist bestimmt gutes Zeug. Ja, da ist der ganze gute Stoff. Vitamine, ich hab Vitamine und Schmerzmittel, geil. Gibt's da irgendwas gegen Drogenrausch? Rack? Was ist Rack? Wow! Ich hab gedacht, du stehst neben mir und bist hier am Gucken. Und dann haut der mich auf einmal. Ah, die Blutflecken sind schwarz. Ja, ist ein bisschen blöd bei Nacht, ne? Vitamine, Painkiller, da sind sie. Muss ich jetzt direkt mal nehmen. Painkiller, das habe ich Let's Played. Ah, das heilt sogar. Und zwar 10, 15, 20. Wow, das ist richtig gut. 30% heilen Painkiller. Not bad. Und Rex sind Bandagen. Was machen Vitamine? Ich nehme mal Vitamine. Vitamine senken die Radioaktivität. Sehr schön. Das ist gut. Gut zu wissen, wenn man neben Fukushima wohnen sollte. Ja, und zwar ungefähr so um 15%, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Oh, ich habe Morphium gefunden. Oh, die Party kann steigen. Oh, Errungenschaft. Through Guts. Ja. Was hast du getan? Ich habe eine Errungenschaft bekommen mit einem Atomsymbol. Okay. Naja. So, Morphium. Hier sind ausrüsten. Ganz viele Civilian Bullets und ein Walkie-Talkie. Nee, es sah nur so aus wie ein Walkie-Talkie, ist ein Magazin. Ich bin halt immer noch auf Droge. Oh ja, geil, gespritzt. 10% heilt Morphium nur. Ui. Dann hau ich mir direkt noch eins rein. Ich bin voll der Fixer. Aus. Mann. Hier sind Nägel, was kann ich mit... Oh, geil, hier in der Tankstelle ist alles voll mit Benzinkanistern. Okay, was heißt alles voll? Aber hier sind mal zwei. Das ist gut. Jo. Dann fahr mal die Karre hier bei. Oh, erschreck mich doch nicht so. Da kommt einfach ein nackter Typ um die Ecke. Alter Vater. Ja, ich hab einen leeren Benzinkanister. Kann ich den nicht hier da voll machen? Weiß ich nicht. Ja, kann ich voll machen. Ja, so gut. Ach, hier an der Tankstelle? Ja, direkt an der Säule. Ah, sehr cool. Dann könntest du dir jetzt ja auch ein Auto besorgen. Was war das? Wow! Was ist das? Verdammt! Was machst du denn da? Ich glaube, ich bin zu stark. Ey, das Ding hat auch 15%. Automassaker, ich nehme den Krankenwagen. Alter, was war das? Ich habe gerade einen Wagenheber an einem Auto rummontiert und irgendwann ist es einfach hochgesprungen. Huch! Was haben wir hier noch? Ein Travel Pack. Ja, das ist ja witzig. Ich steige in den Krankenwagen und hinter mir im Fenster fährt ein Krankenwagen vorbei. Sehr nice. Bist du noch im Auto? Nein. Ich bin im Krankenwagen, wenn du mich suchst. Oh, sehr schön. Der Travelbag ist größer als der Schoolbag. Oh, nein. Hast du einen gefunden? Ja. Dann nehme ich deinen Schoolbag, ja? Okay. Schön. Direkt mal wieder alles mitholen, bis wieder alles rappelvoll ist. Ja. Kommst du mit in die Schule? Wir wollen in die Schule. Ich habe einen Krankenwagen. Hast du noch Platz? Hier ist nur ein Gaskanister. Hm? Gaskanister? Also ein Spritkanister, da in der Ecke. Ja, ich habe ja jetzt eine Schultasche. Da passen bestimmt zwei Gaskanister rein. Also, ja, Kanister meine ich natürlich. Das klingt auch nach einem Plan. Ja. Ich muss mal was trinken, ich bin total dehydriert. Full of useful gasoline. Und der ist leer, oder? Full? Und
D auch voll? Aber warum denn verschieden geordnet? Equip, ich muss mal eben testen, ob die wirklich voll sind. Oh, ich glaube, mit einer Crowbar können wir bestimmt die Kisten hier aufmachen. Ach so. Nee. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Hier sind auch noch ganz viele Sachen. Ja. Moment. Ich nehme den. Stacken die sich? Jein, irgendwie nur manchmal. Okay. Hier ist also noch einer. Ich habe einmal zwei Gas, also Benzinkanister. Und dann habe ich noch zwei einzelne. Also ich denke, damit können wir eine ganz schöne Strecke hinter uns lassen. Nice. Trop. Ich brauche aber jetzt keinen Benzinkanister hier. So. Noch einer. Meins. Avoid hitting. Können wir die Kasse knacken? $1,000. Ja, die sind irgendwie überall drin. Ja. Bolts not included. Was machst denn du da? Schnürsenkel zu? Nein, ich bin in meinem Inventar. Habe ich doch eben gesagt, das sieht total bescheuert aus. Das sieht aus, als ob du dir deine Schnürsenkel zumachst. Boah, das ist fies. Hast du dir was gebaut? Oh ja. Was denn? Ich habe mir gerade, wie heißt denn das auf Deutsch? Krähenfüße habe ich mir gerade gebastelt. Ist das nicht eine Krankheit an den Augen? Nee, ist das nicht das Falten an den Augen? Nein, das ist ziemlich fies, wenn man drüber fährt, weil dann sind die Reifen platt. Ah. Ich hol's mal in die Hand. Hier, siehst du? Siehst du? Was? Ja, ich hab's in der Hand. Es ist so ein bisschen dunkel. Ich muss das kann ich jetzt hier so hinpflanzen. Zack. Siehst du? Wenn wir jetzt da drüber fahren. Wo? Da. Oh, man darf auch nicht drüber laufen. Oh, geh mal weg. Oh, fuck. Wow. Ich versuch mal gerade. Wow. Ah! Gut, dass ich dir irgendwie keinen Schaden mache. Ja, anscheinend funktioniert es mit Autos nicht. Nee, es funktioniert aber mit Füßen. Kann man das nochmal abbauen? Trau dich. Ich will das wieder abbauen. Kann ich nicht? Ach so, man kann da drüber laufen und man verliert Energie. Aber man haut dagegen und es passiert nichts. Vielleicht brauche ich dafür diese Crowbars. Maybe. Ja, wollen wir mal die Logik außen vor lassen. Das ist ein Spiel, ne? Sag mal, wir haben doch jetzt Benzin, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Ja, ich hab's abgebaut, glaube ich. Ja, und was haben wir hier noch? Überleg mal, hier ist eine Feuerwache. Wir können das Feuerwehrauto fahren. Wie er sich freut. Ja. Oh, Mann. Ja, dann hau rein. Aber ich würde sagen, bevor wir hier das Städtchen verlassen, müssen wir noch alles abklimpern. Eigentlich schon, ne? Oh, ein Schokriegel. Geil, Schokriegel. Machst du Schrocki essen? Moldy Potato. Granola Bar. Ein Küchenmesser. Gegammelt. Cola. Ich muss mal noch was zu futtern finden. Also wenn du jetzt noch den Krankenwagen nimmst und ich den Feuerwehrwagen, dann können wir einen Rettungseinsatz nachspielen. Oh Mann. Wir haben zwar viel Sprit, aber ich glaube, so verbraten sollten wir es dann doch nicht. Ich hole mir neuen Sprit. Ich hoffe, das ist unendlich da, wenn ich mir den anderen Säule hole. Du fragst mich was. Wäre möglich. Ich probier's gerade mal aus. Aber wahrscheinlich, wenn, ist es nur so, weil es noch eine Early Access ist. Ach so, die sind übrigens gar nicht stackable. Ich hatte mich nur versehen, es war auf Hotkey 2. Ah, okay. Ah, das hatte ich ein bisschen Dann blöd. Macht das ja Sinn. Nee. Also nur einzeln. Also ich habe jetzt 4 Kanister. So. Ich habe nur. Wie viel Sprit hat er denn jetzt? 66. Ei. Schön. Equip und voll, bitte. Der noch. Und dann sollte er aber voll sein. Was liegt denn da noch? 98, das reicht doch wohl. Nein, 99 ist viel zu wenig. Naja, gut, okay, wir haben ja unendlich, ne? Anscheinend. So. Und so. Und der ist voll. Gut. Ich sehe kaum was. Ein bisschen dunkel. So dunkel bei dir. Krass. Ja, ich habe aber auch noch Licht von hinten. Vielleicht sollte ich das mal beheben. Zombie! So, 100%. Tot. Fahre ich den lila Wagen da mal weg. Was? Oh, hier ist ein Seil. Und noch mehr Nägel.
Nägel. Noch ein. Hier sind noch Kabel. Scrap Metal. Wo bist denn du gerade? Ich bin hier hinten in dem Store. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Zeug anfangen kann. Da, wo Food draufsteht? Nee, da, wo Store draufsteht. Ach so. Gut, ich lauf mal. Ich kann es mir ja leisten, ich habe 100 Energie. Ein Winchester Clip. Fire Police. Oh, hier sind übrigens Anziehsachen. Oh ja, das ist gut. Eine Matrosenuniform haben wir hier. Ach, schön. Und ein Taschenmesser. Schön. Gegenüber vom Shop bin ich aber jetzt. Was ist los? Okay. Oh, chill, Digga, chill. Oh, wo siehst du hier einen Store? Ich sehe nur einen Diner. Oder bin ich hier ganz falsch? Wo bist denn du? Du musst dem Diner. Nein, du musst beim quasi wo das Feuerwehrauto hinfahren möchte. Da musst du die Straße runterlaufen. Ach so. Bist du das? Nein, doch, du bist das. Hinter mir ist ein Zombie gewesen. Ich versuche mal, ob ich mein Haus nochmal abbauen kann. Ich lasse das nämlich ungern da. Das war ganz schön teuer. Dafür musste ich 2 Bäume fällen. 2 Bäume? Oh ja. So viel? Oh ja. Das wundert mich ja auch bei Rust, was der, Rust sage ich schon, bei Forest. Kennst du doch auch, ne? Ja, kenn ich auch. Was der an Bäumen schleppen kann. 2 Baumstämme auf einmal. Aber das ist Minecraft noch extremer. So, dann bin ich jetzt. Ach nö, ne? Das sieht ja wirklich. Du musst das mal im Kompletten angucken. Oh Mann. Du siehst bestimmt schön nice, bescheuert aus. Die Hose wieder ausgezogen. Zieh die wieder an, dann komm ich. Ja, okay. Zieh die wieder an, dann komm ich. Nein. Ach Mann. Oh, eine Fackel. Hier liegt eine Taschenlampe, die würde ich gerne mitnehmen. Wie das aussieht. Warte, ich komm gleich. Ich hole noch hier die Taschenlampe mit. Und equippe die auch mal. Mit dem Schulranzen auch, ey. Ja, stimmt. Oh Mann. Hallo. Hallo. Ich möchte jetzt in die Schule gehen. Lalalala. Ich nehme den Feuerwehrwagen. Ich nehme den Feuerwehrwagen. Ja, dann steig mal ein. Ich muss ja, ja, dann irgendwie auf dem Beifahrersitz. Hast du schon Enter. Die Stadt geplündert? Joa. Hallo. Wie kommst du? Okay. Blendet dich das, wenn ich mit der Taschenlampe in dein Gesicht leuchte? Ja, nee, geht schon, passt. Seh mehr als. Sag mal, ich kann. Mach mal das Licht machen, an, oder? Mit Rechtsklick. Ja, oh! So. Genau richtig. Ich kann nicht nach hinten. So. Seeds F1 bis 6. Ich kann irgendwie den. Bestimmten hohen Spritverbrauch, ne? Wollen wir nochmal zum Bauernhof fahren? Ja, da habe ich nämlich eine Farm angelegt. Okay. I'm your taxi driver. Was machst du da? Ich hole das Auto auseinander. Auto kaputt, Mann. Alter. Dog, dog. Oh Mann. Muss ich noch Zombies überfahren? Ja, ich muss Rache nehmen. Die haben mich doch vorhin gekillt. Da ist er. Jawohl. Oh. Alter, ja, überfahr die. Der Gang könnte auch ein bisschen schneller sein, ne? Ja. Fahren wir noch ein wenig zurück. Das dauert zu lang. So. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich überfahr dich, wenn ich dir helfe. So. Sehr schön. Wir machen den Weg frei. Volksbanken und Raiffeisenbanken. So, jetzt muss ich mal. Ne, das hier ist ein anderer Bauernhof. Ey, mach mal das Licht aus, sonst ist nachher die Batterie noch leer. Meinst du? Ja, vielleicht. Na gut, ich laufe. Ah, hier. Wow, was ist denn das hier für ein Räumchen? Wow, Zombie! Oh, fuck. Ich dich geschleppt hab. Ach, dann ist das da drin, das ganze Zeug von deiner Leiche. Da liegt nämlich eine Taschenlampe, ja, Dosen. Ja, nett, dass du mich vorgewarnt hast. Dein bitte. Schoolbag. Bitte, bitte. Wasser, der Poncho. Ja, da haben die mich eine umgebracht. Karotte, Beeren, Ducktape. Immer alles mit. Ah, Pfeile? Ein Feuerwehrhof vor allem auch. Da sind 2 Taschenlampen. Eine ja, ich hab ja eine, siehst du? Ach so, ja, du hattest ja schon eine, stimmt. Da war ja was. Ich möchte das Entenpapier haben. Hier, ich hab eine Taschenlampe, siehst du? Ja. Grob Disco!
Sorry, no space. Ha ha. Ha ha. There is no space. Hm. Muss ich noch ein paar Bärchen essen oder was? Damit ich wieder Platz hab. Hab ich jetzt eigentlich endlich mal. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich hab Witches Waffe. Ja. Ja, ich brauche ja kein zweites Schoolbag. Weg damit. Die Waffe. Ja, du hast eine Waffe. Kann die ja weg. Und was liegt da? Das ist die Waffe, die ich weggeschmissen habe. Arrow. Ich nehme die Pfeile mit. Irgendwie kann meine Waffe nicht mehr schießen. Oder ich habe die falsche Munition. Das kann natürlich auch gut sein. Ein bisschen was zu essen sollte ich auch mitnehmen. Brauchst du noch ein Duct Tape? Du bist doch hier der Crafter gerade. Ich weiß noch nicht, was ich mit Duct Tape machen kann. Was Tape? Um ehrlich zu sein. Ja, ja. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Aber wahrscheinlich ist das essentiell beim Craften von Duct Tape. Ja, Duct Tape ist eigentlich sowieso essentiell. Ja. In den Scheunen hier sind normalerweise. Ich bin Handwerker und das ist mein Werkzeug. Ja. Einfach so ein Panzerband abgebildet. Oh, hier sind Spike Traps. Das ist. Ich habe keinen cool. Platz mehr. Einfach nur meinen Schulranzen. Und meine Schulbücher vergessen. Entschuldigung, Frau Lehrerin, das hat der Hund gefressen. Jetzt kann ich damit irgendwie eine Spike Trap bauen. Okay. Wohin? Hier in den Eingang. Einmal. Zweimal. Also hier unten würde ich jetzt nicht mehr rausgehen. Wo bist du? Bist du draußen? Verdammt, das ist der einzige Eingang. Ich habe gedacht, hier wäre auch noch eine Tür. Oder ist nur die Frage, ob die Zombies das auch können. Nee, ich laufe nicht durch. Ah, nicht schlecht. Aber die Zombies hier sind ja schon tot. Wollen wir uns hier häuslich einrichten? Swift Magazine. Ja, das war jetzt so ein bisschen... Nehmen. Einen schönen Bauernhof. Das war so ein bisschen mein Plan. Sehr schön. Wie lange haben wir denn noch? Wir sind bei 17 Minuten. Ach ja. Denn machen wir noch einen kleinen Ausflug, wa? Sag mal, du hast doch auch hier so eine Waffe, oder? Ja, aber keine Munition. Ach, du hast das gleiche Problem, okay. Da. Nee, keine Munition. Weil ich habe ein Level Magazine. Irgendwo lag hier noch ein Magazin rum. Und Civilian Bullets, aber keine davon passt in dieses Ding. Ich habe hier irgendwo Schwift Bullets. Schwift. Die liegen hier irgendwo, glaube ich. Wo war das denn gleich? Also hier ist ein Snare. Oh. Überhaupt. Ah, okay. Ich weiß, wofür ich das Wire benutzen kann. Ja? Ja. Und zwar. Mach mal erstmal deine Schnürsenkel so genau. Equip. Hä? Ja. Das ist Stacheldraht. Ah, da kannst du so wieder so eine Autofalle draus bauen, ne? Ja, ob es mit Autos klappt, keine Ahnung. Also mit hier hinten war auf jeden Fall ein Loch im Zaun, das könnte man damit mal stopfen. Aha. Ich folge dir einfach mal und guck dir zu. Ach ja, wie schön. Soll ich mal drüber laufen? Ja, mach du mal. Au, ich bin gestorben. Nein. Doch. Nein. Doch. Warum läufst du denn wirklich da drüber? Glaub ich überhaupt. Oh Mann. Oh mein Gott. Ja, let's fail together. Doof. Ja, das war wirklich doof. Aber mittlerweile habe ich ja so ein bisschen Orientierung hier. Vielleicht finden wir uns in der nächsten Folge ja wieder. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Nein. Oder? Also ich sehe die beiden Silos, die auch auf unserem Bauernhof waren. Ach echt? Das kann natürlich auch ein anderer Bauernhof sein. Oh, ich habe 100% Verseuchung. Was passiert jetzt? Verdammt, ich verliere Leben. Oh. Vielleicht wirst du dann zu einem Zombie. Ich hoffe es nicht. Wenn du ein Zombie wirst, dann halte ich dich als Zombie-Haustier, okay? Ja, super. Ist das nicht schön? Dann habe ich meinen eigenen Nutoka aufs Brot-Zombie. Ich glaube, ich werde gleich elendig zugrunde gehen. Das ist natürlich schade. Ein schöner Abschluss. Die Sonne geht unter. Tatsächlich
der Bauernhof sein. Ja, ist er. Ich sehe das Feuerwehrauto. Ja, toll. Ist es das Feuerwehrauto? 5, 4, 3, 2, 1. Tot. Und du bist tot. Na, super. Oh mein Gott. Nein. Wow, hier ist eine riesige Brücke. Mit runterfallenden Autos. Cool. Oh, wo war das denn? Wahrscheinlich am Arsch der Welt. Bitte? Ja, auf der Brücke ist ein Panzer. Kann man mit dem fahren? Das habe ich nicht ausprobiert. Oh, Schweinchen, hier ist ein Schweinchen. Da ist noch ein Zombie. Ich habe noch ein grünes Auto gefunden. Sag mal, wo fahre ich denn jetzt hin? Die falsche Richtung, oder? Aber das stand doch so rum, das Auto. Was soll denn das? Da ist der Bauernhof. Soll ich beim Bauernhof warten oder soll ich mir das Feuerwehrauto schnappen und dich suchen? Oh, ich guck gerade erstmal, wo ich bin. Ich muss mal mein Zeug gerade wieder einsammeln. Ah, ich bin in diesem Dorf. Ja, sein. In diesem Dorf mit der Fähre. Da bin ich jetzt. Mhm. Ja, gut. Ich würde sagen, wir müssen die Folge jetzt hier beenden. Ja, ich sammle noch meinen Kram wieder ein. Ja, würde ich auch gern, aber geht ja nicht. Ich halte Wache. Sorry, no space. Das kriegen wir hin. Equip. Nochmal eben hier so. Schau mal. Ach nee, ich muss den ausrüsten. Ja, genau. Und dann kann ich mal bei 10 wieder mitnehmen. Und meine Klamotten. Ja, das ist aber auch echt doof, ne? Ich laufe über Stacheldraht und verliere 60% live. Hallöchen. Aber gut gegen Zombies anscheinend. Ja, wahrscheinlich hast du keine Schuhe an. Ja, das ist richtig. Da hast du recht. Das wird der Grund sein. Ja, gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder, ne? Schaut auch beim Druck aufs Brot vorbei. Da gibt es eine andere Perspektive. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.